Hallo. Ja, Wir sind's und wieder. damit geht's mal wieder Ab voran. sofort Es ist sehr nonstop im schön. Stream. Ah. Folge 47 für alle, die nachschauen wollen. Wir streamen jetzt durch, bis wir tot umfallen. Übrigens An zur der Info, Stelle. heute ist der. Oh Gott, ist so weit weg. Der 17.03.2020. 2022. Nein, 20. Es ist gerade Corona-Krise bei uns. Hauptsache 20, ja. Irgend sowas in Ordnung. Das So, ist wo dann. waren wir denn immer? Die Leute, Ein die die Leben Folge jetzt vor. gucken, müssen erstmal googeln. Corona, was ist das denn? So, wir müssen jetzt sowieso mal warten. Ich habe noch 30 Geoden, die ich Das ist doch knacken muss. diese äußere Schicht von der Sonne, oder? Ich dachte, das wäre so ein Mischgetränk, aber gut. Ach so, Zumindest stimmt. habe ich davon lauter Bilder gesehen. Ich geh mal zu Esther. Falsche Richtung, oder? Ja, stimmt. Da bin ich schon längst fertig. Wir müssen das Artefakt mal holen. Im Glitch-Dingsbums. Eventuell wäre es nicht schlecht, wenn wir uns alle vorher ein ganz klein wenig ausrüsten. Ach was, das geht auch so. Ja, das Dumme befürchte ich auch, ja. Ich glaube, bei den Mods ist es noch eine Nummer härter. Verstehe ich auch nicht so ganz. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu dritt sind. Ja, weil das bisher immer so viel Glück gebracht hat, ne? Rewards, ich krieg einen Codex, toll. Den habe ich unbedingt. Mission obtained. So, haben wir jetzt alle Geoden dieses Jahrhunderts gesammelt, oder? Dieses klitzekleine Inventar, das macht mich alle. Das macht dich alle, okay. Ja dann. Oh, Picture Stand. Oh, das ist cool, das kommt in die Siedlung bei uns. Also ich bin ja immer noch für eine Starbound Fracking Universe Staffel, wollte ich nur mal so sagen. Ganz Oh, dezent anmerken. Manipulator-Modul. Ich habe eine Waffe bekommen. Das kam jetzt unerwartet. Eine richtig beschissene Waffe. Warum? Ich habe einen Zweihandspeer, der 10 Damage pro Swing macht. Gib noch an. Aber das. Ich habe einen Hammer, der macht 50. Damit kann ich auch leben. Ja, aber. Warum? Was ist das denn für eine beschissene Belohnung? Ich meine, das Ding friert ein, okay, aber. Rate of Fire 1 und 10 Damage per Swing? Nein. Warum? Natürlich habe ich für alles zu wenig Ja, Module. was schiebt ihr denn jetzt an Ausrüstung vor? Ich lass mal kurz gucken. Wie sieht's bei uns zu Hause aus? Was gibt's denn da alles zu machen? Gute Frage. Also ich bin bei Gatherer. Na gut, wie die bei euch heißt, weiß ich nicht. Helm hat auf jeden Fall 108 Schaden und so weiter. Deswegen. Warte mal, ich muss mal X-Sane doch nochmal Das kurz ist. ein kleines bisschen leiser machen. Was, der Hier steht Helm hier hat wieder Kill. 108 Schaden? Also Damage zu plus, ne? Schadens plus, meine ich. Okay, ich habe plus. 108% so rum. Okay, ja, ich habe nur plus 90. So, das müsste besser sein. Das ist diese Violium-Stufe. Ja, ich Wir glaube, sind das ist besser. dann gehen wir mal ins. Oh Gott, das kleine Hinter. Homes, mit Home. Okay. Wenn Uwab noch nicht die Flagge weggesetzt hat. Das Zeug aus Solarium, oder was? Was willst du machen? Entweder Solarium, Ferrozium, was auch immer du hast. Warte mal, dafür braucht man erst ein Reef, das Reef-Zeug. Ferrozium. Achso, ich Ah, muss mal gucken, was du hier musst im zuerst das Inventar Ferrozium-Zeug machen und daraus kannst du dann das Solarium-Zeug craften. Nee. Hä? war. Also Doch. 1 und Okay. 2 und 3 und 3. Und erstmal den ganzen Mist hier raus aus dem Inventar. Guck Also, mal irgendwo auf deinem. Ferrozium Du kannst Synthetic sowieso erstmal Solarium Stars Material. weiterverarbeiten, weil das ist ja nur das Erz, oder nicht? Deswegen gucken wir mal kurz. Bin Okay, gleich wieder da. ich bräuchte Ferrozium. Warte mal. Ist schon längst alles da unten irgendwo. Da, und dann bräuchte ich noch ein Synthetic Material. Hat sowas noch jemand? Das könnte knapp werden. Schau mal nach, wie man es herstellt. Das war doch bestimmt wieder mit irgendeinem obskuren Zeugs. Kann man das herstellen? Ja. An der Nähmaschine? Maschine? Ah ja, Tatsache. Wir Ach, können die Gift. durchfassen. Kohle und Gift. Ah ja, da war was. Hat jemand noch Gift? Ich vermute mal genau das nicht. Das habe ich ja schließlich 20 Folgen lang gesucht. Gott, Ich habe ich jedenfalls meine keins im Inventar. Ach, ich habe auch ein Solarium-Ohr im Inventar. Ach, nice. Ohr, alles Ohr raus, Volatil, Blödsinn, Kohle, jetzt ist alles drin, so. Und ich habe noch Silk. Warum habe ich Silk? Egal. Okay. Das heißt, wir haben Silk wohl. im Stuhl. Oh, aua, ich gehe da mal wieder. Ja, bitte. Ja, ich glaube, wir haben kein Gift mehr. Ich sehe zumindest, ich finde nichts. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Dann müssten wir uns mal überlegen, wo es das gibt.
Ja, hier, wir könnten doch aus dem Tank das Zeug ablassen, oder? Da, was? Was für ein Tank? Wo bist du schon wieder? Das ist, glaube ich, kein Gift, was da drin ist. Nee. Schade. Funkelt man. Hier, guck mal, tolle Waffe. Hier, guck mal, ich schenk dir die. Hier, guck mal, ich schenk dir die. Nur Unfug im Kopf. So, was hast du? Also ich müsste... Achso, wir könnten ja auch mal gucken nach den Waffen, fällt mir gerade nur so bescheidenerweise auf. Nach was? Haben wir nicht auch ein paar neuere Waffen mittlerweile? Ach, nach Waffen? Ich hab nach einem Muffin verstanden. Ja, hab ich auch verstanden. Von mir aus auch das, wenn es besser schmeckt. Ich guckt erstmal nach einem Muffin. Ich habe ja lauter Stäbe, ich bräuchte eigentlich schon lange nichts mehr hier. Was bringen denn alle Titanium, alles Unfug? Und Verotiumstab. Der ist ja gar nicht mal so geil. Ja, von der Sorte habe ich genug. Stäbe und so. Und dieser Speer her, weg damit. Ich sag's nur ungern, aber die Waffen hier sind scheiße. Das befürchte ich auch. Ja. Was haben wir eigentlich für ein Schwert hier? Violium Shortsword, ne? Das ist auch nicht gerade die Welt. Hm. Also dann lege ich jetzt erstmal das Ferrozium hier wieder rein und dann müssen wir mal Gift suchen. Ferrozium. Da. Dann habe ich hier noch 12 Solarium-Erz, die kann ich mal noch einschmelzen. So, was ist denn nochmal 6 Solarium-Stars? Rein da. Headstation brauchen wir nicht in nächster Zeit. Wiring Station brauchen wir hier sowieso nicht. Ach, das mache ich mal da raus. Wiring Station. Könnten wir uns vielleicht darauf einigen, hier nur Erze reinzulegen in die Truhe? Wieso? Hat da jeder zugemüllt? Ja, da liegt noch Cryonic Extract und Face Matter und ne, ich glaube, das war's dann. Ich krieg nämlich das Erz, was ich im Inventar habe, nicht mehr rein. Ja, wo war das jetzt? Hab ich schon? Ah, ich hab's wieder reingetan, okay. So, das haben wir da mal weg. Kohle könnte ich mal noch. Kann ich hier die Hälfte nehmen? Ja, kann ich. Ich leg mal noch die Hälfte an Kohle, die ich habe da rein. Deko. Hier. Da. Dann hier oben Materialien, was noch reingeht. Das geht ja Platz. Das geht rein, das geht rein, das passt alles. So. Ah, Double Jump. Okay, und das geht hier noch rein, da hat es noch ein bisschen Platz. Das da. Ja, wieso nicht? Silk. Blue Petals. Stick of Ram. Ah, da. Die Dinger. Slime Blob. Ja, komm, das kann auch mal da rein. Ach, sehr süß. Gut, das passt. Sind wir noch eine Laterne? Klar, noch warum, ne? Okay, haben wir noch irgendwo eine leere Truhe, wo ich Musikinstrumente abladen kann? Ich lade sowas aus Sicherheitsgründen immer im Schiff, für gewöhnlich. Au. Au. Wieso, falls jemand die Fahne abbaut, so, ja. Die Flagge? Genau, das auch, ja. Da ist mein erstes Anliegen, ich will die Musikinstrumente retten. Ja, klar. Was liegt hier alle? Oh, hier ist ein Haufen Krempel überall. 88 Bäume muss ich jetzt legen. Aha. Also im Wald können wir schon mal anpflanzen in der Wüste, geht klar. Ja, okay. Was soll's. Oh, ich hab Hunger, sehe ich gerade. Was habe ich denn noch dabei? Ah ja, 2x Rotten Food. Ah, die Banane da. Was genau ist das, wenn ich fragen darf? Schild. Energie plus. Sekundärmodus der meisten Stäbe. Schild, Energie, Leben, warte. Was auch immer. Gibt doch noch. Also warte mal, ich habe ja lustig. Zwei, ich habe nur Einhandstäbe. Das ist natürlich, gibt's natürlich keinen Sekundäreffekt. Brauchst du noch welche? Ich habe bestimmt irgendwo noch welche. Nee, danke. Lass mal. Bomben habe ich auch noch. Kann man ja auch mal austesten. Was ist Ducky? Brauchen wir noch Lava? Nee, du, ein anderes Mal vielleicht. Hab bestimmt noch ein bisschen was davon. Uwe, brauchst du Lava? Komm noch mal, geh. Ja, dann Glitch. Ich und eine Box mit Musikinstrumenten. Interessant. Was? Wo? Wie? Wann? Hab ich das irgendwo zu stehen gemacht? Ah ja. Und was haben wir denn noch? Keine mehr im Inventar.
Ich mache mir immer noch 10 Schokolade. Kann man die stacken? Zeig bitte, dass man die stacken kann. Oh, verdammt, kann man natürlich nicht. Jetzt bekommt man das Inventar mit Schokolade voll. Was machst du jetzt im Großvorrat davon? Wir haben doch welche irgendwo in den Truhen rumliegen. Ah, jetzt kann ich nochmal Campfire-Bananas machen. Ja. Notiz an mich, Lava ist heiß. Echt? Nein. Haben wir noch einen dummen Inferno-Helm. Ah, da sind noch ein paar Bananen. Dann mache ich mir noch ein paar Campfire-Bananas. Weg hier. Ein Haufen Gerempel hier überall. Bananen sind ziemlich gut. Hier sind auch noch lauter Waffen, die kein Mensch verkauft hat. Warum eigentlich nicht? Wo war die? Supernova Gauntlet. Was ist das hier eigentlich? Ich brauche keinen von nicht. Aber vielleicht mal. Attraction Zone, das ist so eine Mission. Kann sofort losgehen. Ich dachte, wir suchen Gift. Achso. Für Rüstung. Hilfe! Hilfe! Was tut er da? Was war das denn? Ich hab grad einen Vogel beschossen, aber. Praktisch, praktisch. Okay, braucht noch jemand einen Stab? Ich habe noch einen sinnlos rumliegen. Nee, nee, lass mal. Ich mach mir noch ein paar Campfire-Bananas. Sonst würde ich sagen. Ah, dann machen wir es mal auf das hier. Braucht jemand noch was zu essen? Ich könnte noch 2-3 Campfire-Bananas verteilen. Ich habe, glaube ich, ein Inventar voll. Ja, irgendwas. Brühe, okay. Bananen und egal, weg damit. Dann auf zum Dingsbums und zur Mission, würde ich sagen. Zum Giftplaneten, dachte ich. Oder willst du keine neue Rüstung? Ich hab da eine. Na gut, X-Sain hat eine. Versuchen wir es mal. Ich habe ja auch die stärkere Rüstung. Aber das ist ja schön für euch. Okay. Dann können wir ja zur Mission, das passt. Wenn du einen Giftplaneten raussuchst, können wir da ja nach Gift suchen, also. Nee, nee, jetzt versuchen wir es mal. Hatten wir das nicht 3 Folgen lang probiert mit Gift? Old Glitch so? Keep. Ich weiß es nicht. Ich kann mich echt dran erinnern. Auf jeden Fall schon mal versucht, ja. Der olde Glitch. Hä? Oh Gott, nein. Ich find's nicht. In der Liste? Ganz oben. Ganz oben. Dreadwing. Genau. Nee, das darunter irgendwo. Der Baron's Keep? Genau. Hä, aber da steht doch Find the Artifact in the Old Glitch Keep. Naja, das ist doch. Das heißt aber, der Baron's. Nicht diskutieren. So, ich lege in die Kiste hier schon mal okay. Ein lustiges Ausrüstungsgegenstück hin. Viel Spaß. Huch, das sieht ja freundlich aus. Oh, das sieht sehr freundlich aus. Was ist in der Kiste oben? Ihr habt euch schon darauf eingestellt, dass diese Folge wahrscheinlich eine Stunde dauern wird, oder? Ich wollte das nur schon mal. Warum? Also, welche Mission ist das jetzt? Glitch, das ist kurz vor Ultimo und deshalb, was nehme ich denn jetzt? Attraction Zone wären ganz praktisch, oder? Hä? Nee, da steht nirgends Glitch. Das heißt, irgendwas mit Old. Irgendwas mit Old am Anfang. Das zweite von oben müsste das sein. Baron's Keeper genau. Ist das, ja, okay. Komm ich da hoch? Warte mal, ich hab doch hier. Ja, ich geh mal da oben. Xane, kommst du mit? Geht gleich los, ja. Magic Scroll Backpack. Toll. Die greifen doch bestimmt an, oder? Hier greift gar keiner an. Was noch nicht? Oh, okay. Au! Also, ja. Ich kann euch schon mal verraten. Kommt mal gleich mal her. Dann machen wir gleich mal Dienstbesprechung hier. Warte mal, ich muss mal eben noch kurz die anderen Montagen da oben reinlegen. Looten, warte, hier, das Wort zu looten, bitteschön. Looten morgen, ja. So, die ist, also, glaube ich, besser. Das ist die Tür, die wird jetzt um jeden Preis verteidigt, denn die kommen hier alle von rechts an. Oh. Und wenn ich sage alle, meine ich wirklich nicht wenige. Ah, das heißt, okay, das heißt da oben reinstehen und schießen. Nee, das wird nicht viel bringen, weil die kommen von oben. Also einer kann den Himmel abknallen mit Raketen oder was auch immer. Nein, ich meinte jetzt eigentlich sowas in der Richtung. Es ist jetzt hier so eine ist kleine... Ist das nicht gut? Die Wolke ist klasse. Das ist doch super, oder? Deswegen machen wir hier ein bisschen. Das muss auf jeden Fall gehalten werden, die Stellung. Wenn es das letzte ist, was wir tun. Ich gehe mal nach links. So, ja, und ja, links hören wir dann gleich unseren Glitch, der uns das nicht rausrücken will. Aber egal. Die kommen von den Acher. Kann ich dir und die werden dann bis dahinter sich irgendwo verteilen. Also möglichst hier nicht über die ganze Strecke verteilen, es werden die wenige. Ui. Ich weiß, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, aber ich befürchte, das wird hier nicht ganz einfach. Da hab ich eigentlich schon mal ist hier irgendwo was drin? Oh, da liegt ein Buch. Dann können wir loslegen hier. Was? Also, hier halt. Ist unser Preis. Viel Spaß. Okay. Warte mal. Ich gehe mal nach da oben. Oh. Oh. Die haben mitgedacht, wie es aussieht. Ah! Boah.
Und nice. Jetzt können wir loslegen. Ding, 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 ding. Waffen dabei? Nö. Also die ersten Runden werden noch schön gemütlich, insofern. Esst lieber jetzt schon mal was, wenn es notwendig ist. Nein. Tier 6 stehen. So. Ha, easy. Ein Schuss und die sind tot. Langweilig. Schon mal den Himmel absuchen, das wird gleich losgehen. Dann kommen die mit Katapulten und so. Das wird eine Belagerungsaktion. Irgendwann spawnen die hinter uns. Insofern, ah! Hab ich nicht gesagt? Okay, ja. Die halt nicht so viel aus. Ah, der kriegt's runter. Durch und dann. Das geht jetzt noch eine Weile so. Okay, bis jetzt geht's ja noch. Wisst das dann schon. Das brauche ich euch dann nicht mehr sagen, das merkt ihr. Das ist sicher. Ich finde, mein Ziel ist auch so gut. Oh, da oben. Dann stelle ich mich mal oben. Ich bin schon oben. Gut, reicht. Ich kann besser zielen wahrscheinlich mit dem Laser. Da mhm. Kriegen wir schon die erste Unterstützung. Oh, Achtung, hinter euch. Mhm. Warte mal, ich versuch's mal eben mit der Folke. Das war zu weit weg. Wie weit geht denn so weit? Okay. Ich schick mal meine Wolke vorbei, ich sehe nichts. Komm, wie weit geht doch? Okay. Ja, da ist gerade keiner. Ja, ich hab den. Oh. Nächsten. Da kommen neue. Hi, Kumpels. Kommt mal runter hier. Was macht ihr da? Hallo. Noch? Oh. Vielleicht hat er die Tür aufgelassen. Und jetzt sind sie alle hier. Dankeschön. Hier irgendwer hat die Tür aufgelassen. Aham, völlig unmöglich. Nee, die gehen durch die Tür durch, wie es aussieht. Ah, ich sehe nichts mehr. Ich komme hier nicht. Was machst du denn? Mein Bildschirm war ganz nach rechts gesucht, weil ich da oben stand und rechts was sehen wollte. Deswegen habe ich nichts mehr gesehen. Nein. Ich kümmere mich dabei um die Idioten, die nicht mehr alles blockieren. Ich hoffe, ihr habt sie gut. Die kommen ja. Durch die Tür. Die kommen nicht durch die Tür? Nein! Nein, außer du musst die Tür halt aufmachen. Doch, der hat gerade die Tür auf und wieder zugemacht. Da, guck mal, die kommen durch die Tür. Okay, gerade haben sie das nicht gemacht, als ich feststand. Ey. Okay, dann ist die Tür natürlich ein bisschen witzlos. Das macht nicht die Burg überlebt, das hier eh nur bedingt. Was war das jetzt? Okay, ich hau mir schon mal eine Banane rein. Oh ja, die bringt Energie, das ist gut. Ich hab doch noch was, was ich immer verbraucht werden müsste. Immer das Ganze, da sind immer welche. Oben schon wieder. Oh. Hallo, schieß doch. Ja, und das macht man so nebenbei. Bis jetzt geht's so eigentlich. Habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, das wollte ich wahrscheinlich noch bereuen. Nö, nö. Oh, da oben. Ist noch einer da oben. Was machst du denn da? Komm doch mal, runter. Er hatte schon keine Lebenspunkte mehr, er ist trotzdem weitergeflogen. Sehr gut, warte mal. Sehr gut. Jetzt werden wir gerade hier noch eine Banane rein oder zwei. So. So, unsere netten Freunde hier verschwinden jetzt übrigens. Leider eine Nummer zu früh. Boah. Ich heile mich dann mal auf. An den Hungerbalken denken, 42. Ja, mein Hungerbalken ist voll.
alle über die Maßen gelassen hier. Das ist... ja. Gibt auch keinen Grund dazu, nicht gelassen zu sein. Ich glaube, wir sollten erstmal wieder nach links gehen. Oh ja, tatsächlich. Impressed. Jetzt. Brilliant work. I doubt it'll suffer a churn visit from them. You remind me of... okay, whatever. Bone Dragon? Was? Jetzt wird es spaßig. Der Ach Gott, ist der Schwarm. Och, das ist ja gemein. Das macht ja gar keinen Spaß. Haben sie Damage bestellt? Nicht mal das, der hat nicht mal Lebenspunkte hier. Ja du, also, puh. Wie blöd, dass ich mir keine neue Rüstung gemacht habe. Ich schaff das ja kaum hier. Mensch. Das wäre hier krasser Scheiß, ne? Also, keine Güte. Wenn das so weitergeht, dann können wir gleich beim Endgegner weitermachen. Aua, ich brenne. Kann man den looten? Schade. Tatsächlich, weil die Waffe von denen ist lustig. Ist verdammt da. Und jetzt? Und jetzt können wir schon mal auf ganz viele Insekten und Gift einstellen. Das wird Spaß machen. Key recovers. Ah, das war's schon. Hm. Enttäuschend. Was war da los? Ich hab keine Ahnung. Aber erstmal nehmen. Nee, da war auch eine Waffe drin, glaube ich. Warte mal kurz. Das da ist neu. Das ist irgendein Kodex, den leg ich mal wieder da rein. Eine Einhandwaffe. Ah, die macht ein bisschen mehr Damage als das, was ich habe. Boah, endlich mal eine etwas bessere Waffe. Ja, er hat jetzt den Drachenkanaten-Launcher. Was? Den was? Das meinte ich eigentlich gar nicht, aber... Nee, tatsächlich macht meine Waffe aber mehr Damage. Also den könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Das ist so ein Gimmick. Wizard Warp Top. Was macht der hier eigentlich? Nein, ich will jetzt nicht Gladiator werden. Ich bin schon in die falsche Richtung gegangen. Ah, cool. Ich warte da mal hier, bevor ich weiter drücke. Wubab, warten, gedulden. So. Reward back, Esther's Journal. Okay. So, warte mal, ich will mal kurz noch mal angucken. Was die mir gerade wieder gegeben hat. Attack Card. Könntet ihr euch einfach weg teleportieren? Ja. Das ist noch mir sagt, dass er die Mission abbrechen möchte, dann. In einem Teleporter? Du musst in den Teleporter gehen. Ja, wo ist denn der? Ach so, okay. Da bin ich dann vorbeigelaufen. Müsste nicht noch der Typ von eben hier sein? Oder ist das der hier? Ich habe den gar nicht so genau angeguckt. Der Glitch war links. Gleich der erste. Der gleich der erste? Okay. Warte mal, dann lass mal kurz gucken. Oh, was haben wir hier eigentlich? Was habe ich eigentlich hin? Hier links wo? Hä? Nee. Ah, da unten. War das der hier? Das bräuchte ich. Oh, nur 15.000. Das ist mir zu teuer. Was? Esther has been showing me how to mend broken protectorate weapons. Broken protectorate weapons, okay. Sind das hier die Ultra-Waffen oder was? Huch! Ich spreche die mal an. Funkel, funkel. Ach, mein Lieblingswerkzeug. Was? It has been in our possession all along? Ups, Spoiler. Wow. Der Master Manipulator. Was für ein schönes Gerät. Das ist der Gerät. Naja, wie gesagt, 8x8, ne? In minimalen, aber.
Damit habe ich die dritte Staffel bei dem Mods gleich angefangen. Das war langsam nicht. Bevor wir da durchgehen. Kriegen wir jetzt den Master Manipulator? Nein, da müssen wir erstmal den Ruin besiegen. Oh. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir sollten ein paar Heil-Items in der Tasche mit dabei haben. Habe ich. Ein bisschen was gegen Gift und gegen Schaden und was weiß ich nicht alles. Ein bisschen was gegen Gift habe ich eigentlich nicht, glaube ich. Warte mal. Gegen Feuer und gegen Kälte, weil wir haben jede Sorte von Gegner. Ich habe Healing, Healing Water. Ich rot finde, das muss reichen. Das ist gar nicht. Also ich vermute mal, der wird dann auch im Dreier-Modus hier relativ einfach sein, aber trotzdem. Ein bisschen was auf Vorrat kann jetzt schon mal nicht schaden. Wir müssen jetzt erstmal bis zu dem durchkämpfen. Ne? Seid ihr wieder zurück jetzt oder was? Haben wir genug. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch irgendwas an Gegenständen habe, die ich euch nicht kennt. Außer leere Kisten, das ist prima. Eine Dampfmaschine habe ich auch schon. Also, ganz ehrlich. Ich würde eigentlich. Ich würde aber sagen, wir machen das in der nächsten Folge. Oh ja, tatsächlich. 26 Minuten. Ja. Das ist ein sehr guter Moment, um. Einen Schnitt zu machen. Schnitt. Ein schönes Leben. Ciao.